Chinas erstes Roboterrestaurant wird die gesamte Lebensmittelindustrie zerstören. Crazy. Bedingungsloses Grundeinkommen. Wir ersetzen dich durch einen Roboter, beharrst deine 1000 Euro und machen Kopf zu jetzt. Das macht uns Menschen ja auch aus, diesen Kontakt mit anderen Menschen. Das Fühlen, dass da noch eine andere Seele am Start ist. So. Und es fällt halt bei diesen ganzen KI-Jungs innen, fällt es halt weg. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Chinas erstes Roboterrestaurant wird die gesamte Lebensmittelindustrie zerstören. Wir gehen mies in die KI-Recherche rein. Anscheinend gibt es schon Restaurants, die ausschließlich mit Robotern arbeiten. Und das ist eine Entwicklung, die ist crazy. Und man kann sich da natürlich fragen, so einige Leute werden sagen, ja geil, das ist voll entertained und ist voll lustig und es ist schon geil und so. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, was passiert mit den Leuten, die da früher gearbeitet haben, weißt du? Werden die alle jetzt ausgetauscht? Was macht man mit den Menschen? Und diese Entwicklung hat natürlich auch sehr viele kritische Seiten. Ich bin kein Fan von dieser ganzen Entwicklung, dass alles in diese Roboter-technologische Richtung reingeht, weil ich finde halt auch den Kontakt mit Menschen nice, weißt du? Wenn du eine süße Kassiererin hast und dann mit der ein bisschen quatscht noch beim Bestellen und so, das macht uns Menschen ja auch aus, diesen Kontakt mit anderen Menschen und diese Seelentechnische, das Fühlen, dass da noch eine andere Seele am Start ist, so. Und es fällt halt bei diesen ganzen KI-Jungs innen, fällt es halt weg, weißt du? Und deswegen, ich persönlich bin lieber im Real Life mit echten Menschen unterwegs. Aber ja, wir gucken mal rein. Ich liebe euch. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Crazy. Geiles Intro, aber, ne? Bangkok ist eine erstaunliche Stadt, die neugierigen Touristen alles bietet, was das Herz begehrt. Wenn man zum Beispiel von den traditionellen Touristenpfaden abweicht und tiefer in die Stadt eintaucht, könnte man auf ein sehr einzigartiges Restaurant namens Hajime Robot Restaurant stoßen. Beim Betreten des Hajime Robot Restaurants muss man sich zuerst entscheiden, ob man bereits zubereitete Gerichte aus der traditionellen thailändischen, japanischen oder europäischen Küche bestellen möchte. Oder ob man... Der ist als Samurai verkleidet, ne? Der Bruder. ...selbst kochen will. Nachdem man die Bestellung aufgegeben hat, rollt ein ziemlich amüsanter Samurai-Roboter zu deinem Tisch und bringt alles, was man braucht. Nach dem Essen nimmt er das schmutzige Geschirr mit und bringt sauberes zurück. Diese Roboter sind wahre Meister darin, die Stimmung zu heben. Sie kokettieren und verhalten sich insgesamt sehr charmant. Wer fühlt sowas? Seid mal ehrlich. Eins in den Chat, wer sowas fühlt. Zwei, wenn ihr sagt, boah, nee, Digga, ich will lieber einen Menschen da haben. Mit Kindern kommt, können sie sogar für sie tanzen. Die Preise im Restaurant sind recht bescheiden. Die durchschnittliche Rechnung übersteigt normalerweise nicht 20 Dollar. Für alle Robotik-Enthusiasten ist dieser Ort ein absolutes Muss, da Enttäuschung einfach ausgeschlossen ist. Das französische Start-up-Unternehmen Pazzi Robotics hat den weltweit ersten vollständig autonomen Pizza-Mach-Roboter entwickelt. Krass. Das Hauptmerkmal von Pazzi ist eine robotergestützte Pizzeria, in der der gesamte Pizza-Herstellungsprozess automatisiert ist, vom Kneten des Teigs bis zum Backen und Servieren. Crazy, Alter, wenn du überlegst, ne? Die Roboter sind in der Lage, bis zu 100 Pizzen pro Stunde herzustellen. Ja, natürlich, aber die sind viel effektiver als Menschen halt, ne? Effizienter, meine ich. 100 Pizzen in der Stunde, Dicky. Die brauchen keine Pause, die müssen nicht eine rauchen gehen, die müssen nicht auf Toilette. Weißt du, was ich meine? Werden schön die Menschen damit ausgetauscht. Yo. Und dann werden die Menschen werden mit Bürgergeld ruhig gestellt. Bleib zu Hause, kriegst bedingungsloses Grundeinkommen. Wir ersetzen dich durch einen Roboter, beharrst deine 1000 Euro und machen Kopf zu jetzt. Eine erhebliche Steigerung der Produktivität ermöglicht, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Der gesamte Prozess wird von der Software Mike gesteuert, die für die Planung, das Bestandsmanagement, die Qualitätskontrolle und die Produktverfolgung über Sensoren und die wollen kein Gehalt, du sagst es, Mary. Ein Computer Vision System verantwortlich ist. Neben der Hochtechnologie legt Patsy großen Wert auf die Qualität der Lebensmittel. Thierry Graf. Bruder, einer schreibt gerade große Bruder von Der Gerät. Bruder, Der Gerät war einer der ersten JungsInnen, die so robotermäßig geschnitten haben, ne? Krass. Fühl ich? Nino, ein dreifacher Weltmeister im Pizzamachen, ist an der Rezeptentwicklung beteiligt. Dank dessen zeichnen sich die von den Robotern produzierten Pizzen nicht nur durch schnelles Kochen, sondern auch durch ausgezeichneten Geschmack aus. Das weltweit erste vollrobotisierte Café-Lounge, Ratio Café and Lounge, wurde in Singapur eröffnet. Im Einkaufszentrum The Center Point gelegen, bietet das Café den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Roboter zur Zubereitung von Getränken eingesetzt werden. Das Café ist mit Roboterarmen ausgestattet, die über 50 verschiedene Getränkearten herstellen. Darunter Kaffee, Cocktails, Tee und andere spezielle Drinks. Besucher können ihre Bestellungen über eine mobile App, interaktiven Bildschirm im Café aufgeben. Nachdem die Bestellung aufgegeben wurde, mischen und servieren die Roboterarme die Getränke automatisch mit hoher Präzision, was eine gleichbleibende Qualität und einen konstanten Geschmack gewährleistet. Neben Getränken bietet Ratio auch eine Vielzahl von Snacks und Gerichten an, wie zum Beispiel Salate, Toasts und Desserts. Aber der kann keine, die wichtigste Zutat kann der da nicht reingeben. Love. Das britische Unternehmen Moly Robotics. Wobei man sagen muss, dass die meisten Köche in Restaurants und so wahrscheinlich auch keine Liebe reingeben, Digga. Vielleicht mal reinspucken, Digga, wenn du den auf den Sack gehst, Digga. Hat den weltweit ersten persönlichen Chefkochroboter entwickelt, der nicht nur kocht, sondern auch selbst aufräumt. Die Roboterküche ist ein hängendes System, das mit zwei mobilen Manipulatorarmen ausgestattet ist, deren Bewegungen die filigranen Handgriffe eines Chefkochs nachahmen. Der Roboter wurde von dem britischen Koch Tim Anderson in korrekten Bewegungen und Abläufen in der Küche geschult. Digga, guck dir mal die Hände an, ja? Andersons Kochtechniken wurden in 3D. Das ist voll creepy, Bruder. Das geht voll komisch rein irgendwie. 3D aufgenommen und mit Hilfe von Algorithmen in die Bewegungen des Roboters umgewandelt. Yo. Die Geräte reproduzieren sicher Handbewegungen, holen Zutaten aus einem intelligenten Kühlschrank, stellen die Temperatur ein, verwenden Geschirr und Spüle, mischen und gießen Zutaten und führen eine Reihe weiterer Aufgaben aus, die einen menschlichen Koch nachahmen. Der Preis des Roboters ist vergleichbar mit dem Durchschnittspreis eines Reihenhauses in Großbritannien oder einer kleinen Yacht, etwa 333.000 US-Dollar. Trotzdem hat das Unternehmen bereits 1.200 Anfragen von potenziellen Diese Szenen sind nicht echt, das ist CGI, aber die anderen Szenen sind echt, Bro. Käufern erhalten. Laut den Entwicklern Das ist Animations, das ist die Werbung. Aber die anderen Dinger sind echt. Das Menü der Roboterküche monatlich erweitert. Da sieht es halt doch auch wirklich aus wie Menschenhände, wie die sich bewegen und so. Die anderen, die haben schon ein bisschen mehr roboterartige Bewegungsabläufe. Und letztendlich soll die Zahl der verfügbaren Rezepte über 5000 steigen. Das Unternehmen Café X hat beschlossen, eine vollautonome Kaffeebar zu starten, die Getränke ohne menschliches Eingreifen zubereiten kann. Ihr System Robotic Coffee Bar 2.0 verfügt über einen Roboter-Barista, der Kaffee nach Bestellung mit Hilfe eines mechanischen Arms zubereitet. Dies ist nicht nur eine technologische Neuheit, sondern eine praktische Lösung für die schnelle und qualitativ hochwertige Getränkeausgabe an verschiedenen Orten, sei es in Bürogebäuden, Flughäfen oder Einkaufszentren. Das Gerät. Ich meine, der Gerät, wenn der Gerät ausgetauscht wird durch diesen Kaffeeautomaten quasi, ne? Dann hat man ja keinen Menschen ersetzt. Was haltet ihr davon? Findet ihr das dann okay? Oder sagt ihr, nee, das will ich auch nicht? Weil es gibt ja diese Kaffeeautomaten, weißt du, wo du einfach Kaffee ziehst, so in Unis und so. Und auch in Gebäuden, dies, das, bla bla bla, da ist ja kein Mensch dahinter. Ist es dann cool oder ist immer noch scheiße? Benötigt nur 40 Quadratfuß Platz und kann nahezu überall installiert werden.
Die robotisierte Kaffeebar ermöglicht es Kunden, Getränke über eine App oder einen Kiosk zu bestellen, woraufhin der Roboter verschiedene Getränke präzise zubereitet. Der gesamte Prozess verläuft schnell und gleichbleibend. Der schüttelt noch so auf süß. Hast gemerkt? Wodurch Wartezeiten minimiert und gleichzeitig. Schon am Flughafen gesehen, die Roboter crazy. Ja, ja. Ich habe auch im Flughafen habe ich auch schon mal so eine KI, einen KI-Rollstuhl gesehen, der so alleine da rumgefahren ist und so rechts, links gemacht hat und dann hat er sich selbst irgendwo eingepackt. So ein Rollstuhl, Digga. Ich denke so, what the fuck is going on here, man? Was macht der? Der ist einfach neben mir so. Scheiße. Miami war das. Die hohe Qualität jedes Getränks sichergestellt wird. Das Startup Hyperfood Robotics hat beschlossen, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten und ein vollständig automatisiertes Fastfood-Restaurant entwickelt. Yo. Dieses innovative Restaurant ist mit Robotern ausgestattet, die alle Küchenfunktionen übernehmen, einschließlich der Zubereitung von Pizzen, Burgern, Salaten und anderen Gerichten, ganz ohne menschliches Eingreifen. Das ist alle Leute, die so Technik fasziniert sind, die denken sich geil und so dies, das. Aber ich sag auch persönlich, das ist, die wollen uns an diese Scheiße gewöhnen. Und irgendwann laufen die Menschen selber mit solchen Armen rum und sind so halbe Roboter. Weißt du, wie Sonja auch gesagt hat, Transhumanismus Vorstufe und so. Deswegen darf man eigentlich 0% bei diesen Entwicklungen mitmachen. Aber wenn du so Technik sowieso nice findest, schon von Kind an, so wie ich auch, und Elektronik und diese ganzen Sachen, dann denkst du dir so, oh geil, schon cool irgendwie. Dann denkst du so, schon cool irgendwie, fasziniert einen erstmal. Aber schwer. Restaurant befindet sich in einer Containerküche, die mit zwei Roboterarmen, 120 Sensoren und 20 Kameras ausgestattet ist, die alle auf künstlicher Intelligenz basieren. Die Roboter können bis zu 50 Pizzen pro Stunde zubereiten, indem sie drei Konvektionsöfen, ein Fördersystem, einen automatischen Schneider und Verpacker sowie drei... Bro, die anderen waren aber krasser mit 100 Pizzen die Stunde, gell? Da müsst ihr aber nochmal gucken. Wärmeschränke für Pizzen und Lagereinheiten für Zutaten verwenden. Die Roboter erledigen alle Aufgaben selbstständig, vom Teigkneten bis hin zur Verpackung der fertigen Gerichte und reinigen sich alle 40 Minuten mit Ozonwasser, das Bakterien und Viren abtötet. Die Jiangxi Robot Catering Group hat ein vollautomatisches Restaurant in China eröffnet. Alle Prozesse, vom Kochen bis zum Servieren der Speisen, werden von Robotern ausgeführt. In dem Restaurant sind über 40 Roboter im Einsatz, die rund 200 verschiedene Gerichte zubereiten und servieren können. Nee, Digga. Traditionelle chinesische... Gar kein Bock, Mann. Entweder so ein Roboter oder ein Menschen, 100 pro Menschen. Bist du doch... noch mehr getrennt von den Menschen. Seit diesem Social Distancing während Corona und so wurden wir eh schon krass getrennt von anderen Menschen. Und so wirst du noch mehr getrennt. Das verringert das Miteinander, weißt du? Küche, warme Gerichte und Fast Food. Die Bestellungen werden von Roboterkellnern über Bildschirme aufgenommen. Sobald das Essen fertig ist, wird es über ein spezielles System von Hängeschienen oder Tabletts, die von Robotern durch den Essbereich bewegt werden, an den Tisch geliefert. Die Roboterköche im Restaurant werden durch Nachahmung der Handlungen erfahrener Köche geschult und können bis zu 120 Gerichte pro Stunde zubereiten. In diesem Restaurant können bis zu 600 Gäste gleichzeitig bedient werden. Und das Robotersystem sorgt nicht nur für einen schnellen... Es gibt doch jetzt schon KIs, die KIs trainieren oder so, ne? Oder Roboter, die andere Roboter trainieren. Irgendwann geht es in die Richtung. Es gab doch schon mal den Fall, dass die angefangen haben zu kommunizieren und dass die Menschen dann nicht mehr verstanden haben, wie die kommunizieren. Die haben dann eine neue Sprache erfunden und so. So, und dann werdet ihr ganz schnell sehen, geht es ganz schnell in so eine Richtung rein, wo die uns auf einmal an den Eiern haben. Weil die viel schlauer, intelligenter und viel, viel weiter, weißt du, weil die ganz anders denken können und so. Und dann sind wir am Arsch. Facebook AI, irgendwie sowas. Sondern auch für einen hygienischen Ablauf, der den menschlichen Kontakt minimiert und das Infektionsrisiko verringert. Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, ob Sie ein solches Restaurant besuchen möchten. Stell dir vor, die arbeiten ganz normal, alles ist easy und so und dann auf einmal haben die sich irgendwas selbst beigebracht und im Restaurant, du kommst dem irgendwie dumm, du sagst, du hast mir das falsche Essen gebracht oder so, der smackt dir eine. Irgendwie so, weißt du, er sagt, wer bist du denn, du dummer Mensch? Ich bin viel schlauer als du.
So wird es dann langsam losgehen. Scheiße. Das deutsche Startup GoodBites hat einen Küchenroboter vorgestellt, der alle alltäglichen Kochaufgaben übernimmt. Alemannia hier. Dieser KI-gesteuerte Roboter kann bis zu 150 Gerichte pro Stunde oder 3000 Gerichte pro Tag zubereiten, die Effizienz steigern, die Arbeitskosten senken und die Menüoptionen durch fortschrittliche Automatisierung erweitern. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, personalisierte Kochbücher mit eigenen Gerichten zu erstellen, ihr Speisenportfolio mit KI-basierten Empfehlungen zu erweitern und ihr Geschäft durch eine virtuelle Markenlizenzierungsplattform zu skalieren. In den Vereinigten Staaten hat ein Restaurant eröffnet, in dem Roboter Gerichte zubereiten und servieren. Künstliche Intelligenz steuert alle Prozesse, vom Kochen bis zum Servieren, während die Kunden den Roboterkoch Flippy 2 in Aktion beobachten können. Die Kunden können über einen interaktiven Bildschirm mit Widgets Bestellungen aufgeben und dann zusehen, wie die Roboter Hamburger grillen, Pommes frites verpacken und Getränke ausschenken. Die Ingenieure von Miso Robotics, die Flippy 2 entwickelt haben, glauben, dass dies als eine Art Show für die Besucher dienen wird. Die Roboter sind auf speziellen Schienen montiert, die ihre Bewegungen in der Küche vereinfachen und steuern. Im Wesentlichen handelt es sich um Roboterarme, die Gegenstände greifen, bewegen, anheben und absenken können. Das System der künstlichen Intelligenz ist für Aktionen wie das Zerkleinern von Rindfleisch, das Formen von Patties und das Würzen mit Soßen zuständig. In den ersten Betriebstagen wird Flippy 2 vom Personal des nahegelegenen Japans größte Ausstellung von Roboter der neuen Generation hat die Welt schon. Guck sie dir an, die Mädels, Digga. Siehst du das, bro? Da endest du dann. Ja, warum soll ich jetzt noch eine Freundin haben? Ich kann doch so einen Sexroboter mir holen in Japan. So endet die ganze Scheiße und dieses Mindset. Eigenen Restaurants beaufsichtigt. Wenn er sich gut bewährt, darf er selbstständig arbeiten. Und es gibt bestimmt den ein oder anderen im Chat, der gerade diese Thumbnails sieht und denkt, oh, die sehen schon nicht schlecht aus. Die geht mir nicht auf den Sack. Weißt du, was ich meine? Crazy. Crazy, 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 crazy. Krass, guck mal, mein Livestream wird angezeigt hier als nächstes. Komm, wir gehen mal rein. Digga, auf jeden Fall schreibt eure Gedanken in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Gebt mal Feedback, was ihr zu dieser ganzen Entwicklung sagt. Ich sag ganz ehrlich, früher oder später muss es wieder zurück zu den Ursprüngen gehen. Sonst sind wir verloren. In dieser ganzen Entwicklung. Weißt du, und das möchte ich nicht. Deswegen, das ist meine persönliche Meinung, aber schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Gang.